Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe hier in der Sakristei einer unserer Kirchen. Ein Raum, den längst nicht alle Gottesdienstbesucher sehen und erleben. Hier bereiten sich Priester und die anderen Mitwirkenden auf die Feier der Heiligen Messe vor. Hier kleiden wir Priester uns mit den liturgischen Gewändern an. Ich lade Sie ein, zu entdecken, welche liturgischen Gewänder für die Heilige Messe gebraucht werden und was es mit ihnen auf sich hat. Als erstes das Schultertuch, ein Zeichen für die Sammlung. Der, der die Heilige Messe feiert, soll gesammelt und andächtig an den Altar treten. Deshalb wurde es in der klassischen Form auf den Kopf gelegt und wie eine Kapuze aufbehalten, um auf möglichst viele Einflüsse von außen wegzulassen. Die Kirche empfiehlt dem Priester, das Ankleiden mit den liturgischen Gewändern mit dem Gebet zu begleiten. Herr, lass mich gesammelt und andächtig diesen heiligen Dienst vollziehen. Die Albe, sie erinnert an das Taufkleid. Dieses weiße Kleid soll mir ein Zeichen dafür sein, dass ich in der Taufe neu geschaffen worden bin. Gib, dass ich diese Würde ein Leben lang bewahre. Der Gürtel, das Zingulum. Herr, einst hast du Petrus gesagt, ein anderer wird dich gürten und führen. Gib mir die Bereitschaft, mich von dir führen zu lassen. Die Stola, Zeichen des priesterlichen Dienstes, Zeichen der Würde und auch der Bürde. Herr, dein Joch ist leicht, deine Bürde ist sanft. Lass mich das nie vergessen. Und schließlich das festliche Messgewand. Herr, du kleidest uns in Gewänder des Heiles. Du lässt uns das Fest der Freude feiern. So darf ich zum Altar Gottes treten, zu Gott, der mich froh macht von Jugend auf.